du hattest diese Fähigkeit ja vorher schon. Wenn du als jemand anders denkst, diese andere Person ist gar nicht da, aber plötzlich erweiterst du deine Fähigkeit, auf etwas zu gucken, weil du dich selbst, deine eigene Identität, deine eigene Limitierung aus dem Weg räumst. Und das kannst du mit allem machen. Das kannst du mit... Einer der besten Kreativitätstechniken, die ich kenne, um ein neues Mindset zu bekommen, um neu, frisch auf dieselbe Situation zu gucken, auf ein Problem zu gucken, ist es, als eine andere Person auf dieses Problem zu gucken. Das klingt jetzt vielleicht komisch, wenn du das zum ersten Mal hörst, aber du weißt ja, wenn du zum Beispiel mit jemandem anderes brainstormst, der vielleicht einen anderen Background hat als du, ein anderes Mindset hat als du, eine andere Erfahrung hat als du, dann hast du teilweise Zugang zu dem Gehirn dieser Person und ihr guckt jetzt als zwei Personen gemeinsam auf ein Produkt, auf ein Projekt, auf eine Situation. Wenn ihr das mit einem Team macht, habt ihr vielleicht 4, 5, 6, 7, 8 Leute und man profitiert einfach von den Erfahrungen, von der Denkweise, von dem Mindset dieser anderen Person. Aber es ist nicht der einzige Weg, den Zugang dazu zu haben. Weil wir sind sehr oft limitiert durch die Art und Weise, wie wir glauben, was wir denken, was wir können. Wir sind so limitiert, dass wir teilweise auf Lösungsansätze nicht kommen, nur weil wir glauben, dass wir es nicht können. Und dann denken wir, das geht nicht. Und deswegen befreit es einem teilweise, dass man wirklich wie ein Schauspieler in diese Rolle reinschlüpft. Dass du sagst, okay, pick dir 2, 3, 4, 5 Leute, die entweder Vorbilder von dir sind, die Experten in diesem Gebiet sind, die sehr gut sind in dieser einen Sache, die du jetzt gerade machen willst. Sagen wir, was auch immer es ist. Ich kann jetzt gar kein Beispiel nennen, weil es kann alles sein. Ja, du bist Modedesigner und du willst jetzt eine neue Kollektion rausbringen. Du willst Speaker werden. Du willst dein eigenes Business. Du willst eine neue App rausbringen wie Uber oder Careem. Oder du willst, was auch immer das ist, was du gerade machst. Du willst eine Dienstleistung auf den Markt bringen. Du bist ein Personal Trainer und willst jetzt ein Produkt, einen Online-Kurs rausbringen. Was auch immer das ist, was jetzt gerade vor dich ist. Was ist deine Limitierung? Was ist jetzt gerade das, was dich auffällt? Was ist deine Schwierigkeit? Und anstatt aus deiner Perspektive drauf zu gucken, guck drauf als diese Person. Stell dir vor, du bist diese Person. Am besten jemanden, vor dem du sehr viel Respekt hast, der sehr gut darin ist. Es muss noch nicht mal jemand sein, den du kennst. Es kann ein Celebrity sein, es kann ein Influencer sein, es kann jemand sein, den du online verfolgst. Am besten ist es, wenn du viel von dieser Person weißt, weil dann kennst du die Persönlichkeit dieser Person. Aber wenn du sie nicht kennst, erfinde diese Persönlichkeit. Was glaubst du, wie diese Person ist? Was glaubst du, wie diese Person da drauf guckst? Aber guck als diese Person auf dein Problem, auf deine Situation. Du kannst auch jemanden nehmen, den du nicht magst, aber wo du weißt, seine Meinung wäre sehr wichtig dafür. Und guck auf diese Situation. Sehr viele von uns sind nicht in der Lage, aus uns selbst rauszudenken und wir sind umgeben mit anderen Menschen, die auf unserem Level sind. Und wenn wir Leute um Rat fragen und so weiter, dann sind es meistens nicht Leute, die auf diesem Level sind, wie ein Mentor oder wie jemand, der ganz anders das machen würde. Wenn ich der wäre, diese Übung ist, es klingt so simpel, aber versuch dich wirklich da hineinzuversetzen. Mach diese Übung wirklich. Denk jetzt nicht, ah, ist eine Quatschübung oder ja, ich könnte mir schon vorstellen, wenn ich der und der wäre. Guck wirklich als diese Person da drauf. Ich entdecke immer wieder neue Ansätze, neue Blinkwinkel, neue Art und Weise, Sachen zu tun, wenn ich der bin. Und dann denke ich mir, ich bin der und dann plötzlich bin ich der und dann plötzlich bin ich der und dann, oh wow, ja, der würde das so und so machen, der würde das so machen. Und dann fängst du an, wie diese Person zu denken in dem Moment. Je mehr Informationen du hast über diese Person, je besser du diese Person kennst, es kann jemand sein, der sehr nah an dir ist, jemand aus deiner Familie, jemand, den du kennst, der sehr erfolgreich ist und du sagst, man braucht dieses Mindset. Wie würde diese Person da rangehen? Diese Person würde teilweise gar keine Limitierung sehen, wo du Limitierung siehst. Wo ist das Problem? Wir machen das so, 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 so. Dann kannst du sagen, ja, es ist einfach für den, weil er hat das Budget, er hat ein Team, er hat diese Erfahrung, er hat dies, er hat das. Dann kannst du aber immer noch sagen, okay, jetzt liegt es aber, jetzt ist die Limitierung viel genauer und du kannst sagen, okay, aber wie kann ich das jetzt eliminieren? Wie würde er das eliminieren? Würde er das delegieren? Wie würde er zum Beispiel ein Budget kriegen? Du kannst, so viele Leute kommen gar nicht auf bestimmte Lösungen, weil sie als sich selbst, als sie selbst auf die Situation gucken. Mach diese Übung einfach und schreib mir unter die Kommentare, was deine Erfahrungen waren dafür, damit, wenn du Fragen hast, noch genau wie man das machen kann, schreib es drauf. Du kannst es nicht falsch machen. Es ist einfach ein Brainstorming. Eine Brainstorming-Übung, aber du wirst sehen, wie viel kreativer, auf was für ganz andere Ansätze du kommen kannst und du hattest diese Fähigkeit ja vorher schon.
Wenn du als jemand anders denkst, diese andere Person ist gar nicht da, aber plötzlich erweiterst du deine Fähigkeit, auf etwas zu gucken, weil du dich selbst, deine eigene Identität, deine eigene Limitierung aus dem Weg räumst. Und das kannst du mit allem machen. Das kannst du mit Kommunikation in Beziehungen machen, das kannst du in Zielen, Limitierungen, Routinen machen, aber ganz besonders im Business oder wenn du auf eine Situation guckst und kreativer sein willst. Ich nutze das andauernd. Ich nutze das, wenn ich Musik mache, ich nutze das, wenn ich kreativ mit Videos arbeite, ich nutze das, wenn ich auf der Bühne bin als Speaker und ich habe andere Leute, die Vorbilder sind. Ich mache das im Business, wo ich bestimmte Leute habe als Vorbild. Ich mache das in jedem Bereich. Wenn ich eine Situation habe, ich habe verschiedene Charakter, die ich mir auswähle, sind immer wieder andere, weil je nachdem, was gerade diese Situation erfordert, picke ich mir andere Leute, die genau für den Bereich die richtigen sind. Aber pick dir 4, 5 Leute und mach diese Übung. Probier das mal aus.